Herzlich willkommen bei der LS Exchange heute am 9. Juni 2021 zum Mittagsupdate für Ihr Trading und als Blick auf den Markt natürlich mit mir von Andreas Bernstein hier moderiert. Das Ganze haben wir entsprechend auch schon vorstrukturiert. Wir haben spannende Themen für heute mitgebracht. Unter anderem möchten wir über den DAX sprechen, der erst einen ruhigen Handel am Vormittag zeigte. Jetzt zum Mittag kommt ein bisschen mehr Hektik auf, auch ein bisschen mehr Druck auf der Unterseite. Wir sprechen über die Heidelberger Druckmaschinen, über Windeln.de, über Adler Mode, also über ganz viele Themen zusammen mit dem Roland. Und den möchte ich hier herzlich willkommen heißen. Hallo Roland. Hallo Andreas. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit kann man sagen. Da ist ja einiges heute schon passiert und wir haben auch im Laufband schon die News hier mit vermerkt, um die es heute geht. Und die Themen sind als erstes ganz traditionell bei uns der DAX, der gestern keine Volatilität zeigt oder geringe. Und heute scheint er so ein bisschen nach unten auszubrechen, oder? Genau, es bröckelt so ein bisschen, aber wir haben ja jeden Tag oder die letzten Tage ja immer wieder ein neues Allzeithoch markiert. Da, trotz allem ist es aber relativ unspannend im DAX. Auch jetzt, wo es bröckelt, kommen immer wieder mal ein paar mehr Trades durch, weil wir neues Terrain bewegen, uns ein neues Terrain nach unten bewegen. Aber es ist jetzt nicht so die Masse, wie man sonst eigentlich gewohnt war, als viel mehr Augen auf den DAX gerichtet waren. Die Musik spielt dann deutlich bei den anderen Werten, die wir heute ja auch mitgebracht haben. Und uns vielleicht dann noch angucken. Ja, wir wollen erst noch mal auf den DAX kurz zu sprechen kommen. Also mittelfristig mehrere Hochs, mehrere Tage hintereinander mit Rekorden, nicht nur Intraday, sondern auch auf Schlusskursbasis. Der Markt wiegt sich so ein Stück weit in Sicherheit, möchte man meinen. Dabei waren ja die US-Arbeitsmarktdaten gar nicht so toll. Und auch der ZDW-Index hat gestern eher enttäuscht. Wie bringt man denn das Puzzle zusammen? Das kommt ja immer wieder mal, dass wenn Konjunkturdaten nicht so gut sind, dass das ja gut für die Börse ist, weil dann gibt es schon mal kein Risiko von der Zentralbank, dass das Geld, das gedruckt wird, dann irgendwie versiegt, ne? Dass die Liquidität, der Liquiditätsgeldhahn offen bleibt. Mhm. Ja, das ist ja dann auch immer so eine Sorge, wenn dann der Arbeitsmarktbericht zu gut ist, dass dann wieder die Zentralbank in Amerika Spielraum hat, die Zinsen zu erhöhen. Und höhere Zinsen ist immer Gift für die Börse. Und so kann man das versuchen, ex ante in Einklang zu bringen. Aber Nachrichten machen ja oft Kurse oder Kurse machen Nachrichten, je nachdem, wie es gerade besser passt. Ja, und so ist es halt auch dann bei solchen Konjunkturdaten. Vor allem wartet man auch auf die Europäische Notenbank, auf die EZB morgen. Aber lass uns über einzelne Werte reden, über Werte, die wir sonst gar nicht so im Porträt haben. Modeaktien sind gefragt, ist das Auftaktmotto. Und wir hatten gestern ja mit dem Daniel Saurens schon gesprochen über die Hugo Boss, die sehr, sehr gut läuft. Und jetzt haben wir auch noch einige Modeaktien, wie zum Beispiel die Zara-Mutter Inditex. Die kannte ich vorher auch noch nicht, aus Spanien, die sich sehr gut entwickelt hat. Ja, also der Kurs hat sich eigentlich super entwickelt seit dem Ende oder seit dem Beginn der Pandemie, seitdem wir die Tiefs markiert haben. Zara ist ja eigentlich in jeder Innenstadt zu finden, würde ich fast sagen. Also in jeder größeren Stadt hat sicher eine Zara-Filiale. Und was Inditex da perfektioniert hat, war quasi, dass die Läden immer wieder oder öfters im Monat mit neuen Kollektionen beliefert wurden, um dann den Kunden dann immer einen Anreiz zu bieten, regelmäßig in den Laden zu kommen. Das hat natürlich in der Pandemie nicht so gut geklappt. Sie haben heute in den Jahreszahlen oder Quartalszahlen gebracht, dass sie bis Ende April 84% der Läden wieder offen haben. Und das fand ich eigentlich schon ein recht hoher Faktor. Sie sind ja weltweit quasi am Start. Und was sie auch gemeldet haben, dass sie dass der Umsatz in 2021 um 28% abgesackt ist. Und das fand ich ja eigentlich auch relativ human dafür, dass wir dass alle Innenstädte ja quasi zu waren und man dass Zara oder Inditex diese Strategie, dass die Kunden immer wieder die Läden besuchen soll, so nicht verfolgen konnte. Was auch positiv war, gezwungenermaßen musste das Online-Geschäft ja ausgebaut werden und da konnten sie um 2/3 zulegen, was den Umsatz angeht.
Das ist vielleicht was, was die da vor der Pandemie eher auch so halbherzig gemacht haben, weil die Margen im Laden einfach besser waren. Und jetzt natürlich komplett auf das Online-Geschäft auch gesetzt haben. Und neben Zara haben die auch noch andere Marken, die dann andere Zielgruppen haben, jüngere Zielgruppen und in Spanien halt sehr groß sind und quasi Fast Fashion vom Feinsten bedienen. Kann man sehen, wie man will. War in den letzten Jahren auf jeden Fall vor der Pandemie sehr erfolgreich. Und wird es wahrscheinlich danach auch wieder werden. Ein paar Marken habe ich hier auch mit recherchiert. Also die Tempe, die Pull and Bear, also nicht Bull and Bear, sondern Pull and Bear, Pull&Bear. kennt man auch. Bershka wahrscheinlich und Massimo Dutti kennt man vielleicht auch. Also da Bisschen gibt es gehobener ist. ein bisschen gehobeneres Ziel. Genau, da werden verschiedene Kundenklientel bedient und das bringt ja dann auch den Gesamtmix für das Unternehmen mit und der Aktienkurs sah insgesamt auch sehr gut aus. Der nächste Aktienkurs sieht auch gut aus. Jetzt wieder. Adler Modemärkte kennt man vielleicht auch aus einigen Innenstädten noch. Die Aktie kannte ich persönlich gar nicht mehr oder hatte sie nicht mehr im Blick, denn die war auf bis zu 20 Cent abgestürzt und jetzt wieder im Hoch fast an der 2-Euro-Marke dran. Was ist denn da geschehen? Ja, da wären wir jetzt bei den Meme-Stops, Stocks. Die Adler Modemärkte, ist so ein ganz anderer Fall als jetzt zum Beispiel die Inditex. Die hatten ihre Läden eigentlich auch eher so außerhalb der Städte auf so riesigen Flächen. Und die Zielgruppe ist auch eher älter. Trotz allem haben die, glaube ich, in 2019, habe ich auf der Homepage gesehen, eine halbe Milliarde Umsatz gemacht. Also es ist kein kleiner, auch wenn wir vielleicht nicht so oft da einkaufen gehen. Trotzdem haben sie ihre Zielgruppe. Allerdings ist die Adler Modemärkte schon auch wegen der Pandemie in Insolvenz geraten und befindet sich in Eigenverwaltung. Und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Es gibt auch keine Nachrichten dazu. Allerdings wird im Internet Adler Modemärkte auch im selben Zug genannt wie GameStop oder sonst irgendwas, auch vielleicht mit Short Interest und so, was es allerdings gar nicht gibt. Das ist also nicht vergleichbar. Trotz allem gehört Adler Modemärkte zu den umsatzstärksten Aktien bei uns an der LS Exchange, zusammen mit den anderen Werten, die wir gleich noch haben. Allerdings muss man sich da genau angucken, warum man da kaufen möchte, warum man dabei sein will, sind eigentlich nicht die Nachrichten, ist eigentlich das Momentum und das, was in den Social Medien abgeht. Und da hatten wir auch schon gestern über einen Wert gesprochen. Der hat mit Mode vielleicht so ein bisschen was zu tun, aber nur ein klein bisschen. Hier geht es um Windeln. Die sind ja auch in Mode. Und da meinte der Daniel Saurens gestern im Interview, dass ja China von der Zwei-Kind-Politik abrückt und man viele Windeln braucht. Vielleicht über den Umweg kann man sich's erklären, aber nicht wirklich. Denn das ist im Grunde genommen ein High-Volatility-Wert, oder? Ja, ist auch so ein Penny Stock geworden und der jetzt auch floriert, auch aus weniger Substanzgründen. Ich meine, die Drei-Kind-Kinder-Politik oder die drei Kinder, die hier zugelassen sind, können da schlecht ein Faktor sein. Schließlich sind die schon länger in China auf dem Markt oder versuchen da Milchpulver, glaube ich, anzubieten auch. Das war ja so einer der besten Exportwerte von Europa Richtung China, was es auf dem Babymarkt so gibt. Ich selbst aus eigener Erfahrung kannte es ja, dass man täglich da die lokalen Drogeriemärkte aufsucht, um Windeln zu kaufen. Und da man die ja täglich braucht, aber man braucht auch noch so andere Sachen wie Gläschen und so, und die kann man dann direkt mitnehmen, ist bei dir vielleicht dann auch nicht anders. Also es war nie was, was mich irgendwie online begeistern konnte. Windeln.de hat im Mai zuletzt Quartalszahlen gebracht, waren dann auch nicht so eine große Überraschung wahrscheinlich, haben 15 Millionen Umsatz gemacht. Und auch bekannt gegeben, dass sie jetzt bei WeChat einen App Store, einen Shop offen haben. WeChat ist quasi die App für alles von Tencent, die eigentlich jeder Chinese auf seinem Handy hat. Und das wird vielleicht auch ab und zu mal genannt als quasi Fantasieblick für die Aktie. Allerdings ist es so, dass dieser WeChat Mini, die Mini-Programs, quasi so funktionieren wie ein App Store innerhalb der WeChat-App. Das heißt,
JD oder andere haben alle ihren kleinen Mini-Store da auch zur Verfügung und man bewegt sich dann halt innerhalb der WeChat-Welt mit WeChat Pay etc. und kann dann auf so einen kleineren Shop drauf zugreifen. Dass jetzt der große Durchbruch ist, wird sich zeigen, aber die Konkurrenz ist auf jeden Fall groß. Die meisten WeChat-Mini-Programms sind Spiele und ich glaube ein Drittel oder so sind E-Commerce-Sachen. In der Kapital stand ein interessanter Satz: Der Trend zum kollektiven Traden maroder Nebenwerte reißt nicht ab. Den wollte ich nochmal zitieren und vielleicht ist das auch der Übergang zum nächsten Unternehmen. Ich möchte dem Unternehmen aber nicht Unrecht tun. Nanogate, vielleicht hast du da weitere Informationen. Ja, das ist die gleiche Schiene, auf der wir da fahren. Vielleicht noch extremer: Nanogate ist insolvent und alle Assets werden nach und nach verkauft. Es gibt kein operatives Geschäft mehr. Die Aktie ist eigentlich auch nicht mehr viel wert. Trotzdem ist die natürlich heute bei uns an der Börse auch bei der Top-10-Liste dabei. Ist ein Wert, der innerhalb kürzester Zeit von ein paar Cent auf 2,50 Euro gestiegen ist und heute allein auf 2,50 und inzwischen wieder bei 1,40 steht. Also die ganze Kurs-Action kommt eigentlich nur durch das Momentum zustande und weniger von Nachrichten. Es gibt da auch keine Short-Quoten von irgendwelchen Short-Sellern. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle auf den Bundesanzeiger vielleicht verweisen, wo man in solche Sachen größere Positionen, die größer sind, glaube ich, als 0,5%, dann da auch immer die veröffentlicht werden müssen von den Fonds, die Short gehen oder Hedgefonds, wie auch immer. Und dann, da kann man dann genau nachlesen, wie da quasi der aktuelle Stand ist. Und ich glaube, weder bei Nanogate oder bei Windeln.de noch bei Adler gibt es da nennenswerte oder überhaupt Short Interest. Ja. Dann hatten wir das auch abgehandelt. Ich habe schon mal ein bisschen vorgespult in der Präsentation, denn wir haben noch einen Wert, der etwas größer ist. Und zwar ging es dabei um die Druckmaschinen, um die Heidelberger Druckmaschinen. Die sehen auch sehr, sehr gut im Chartverlauf, im Jahresverlauf aus. Also nicht in den letzten zwei Tagen erst angesprungen, sondern schon seit vergangenen November. Jetzt kommt ein bisschen Druck rein. Was ist denn da der Hintergrund? Genau, die kamen heute auch mit Zahlen. Und die sind natürlich im Vorfeld schon sehr gut gelaufen. Ich finde, die Zahlen waren auch in Ordnung. Allerdings haben sie vielleicht die Erwartungen so ein bisschen gedämmt, dass auch jetzt wegen der Pandemie die Erholung so ein bisschen langsamer sein wird auf dem Werbemittelmarkt. Und das ist eigentlich noch das wichtigste Geschäft. In den letzten Jahren und Monaten war Heidelberger Druck auch öfters im Gespräch wegen Wallboxen für E-Autos. Wir haben ja auch schon mal über die gesprochen. Mhm. Die machen nun inzwischen 1% vom Umsatz aus, nicht viel. Allerdings ist Heidelberger Druck mit 20% Marktanteil schon relativ groß in dem Gebiet in Deutschland. Und diese Wallboxen werden ja auch aktuell gefördert. Und der eine oder andere überlegt sich, die ja zu Hause anzuschaffen, auch wenn das E-Auto erst vielleicht noch kommen soll oder der nächste Hybrid. Und in den Innenstädten und so muss da auch noch einiges getan werden. Von dem her wird das als Fantasie für die Aktie öfters genannt. Und der Kurs ist dem sicher ein bisschen vorweggelaufen und daher kommen die heute zurück. Ich glaube, wir hatten vorher -10% teilweise, aber es kommen ja auch von relativ tiefem Niveau und sind halt ein klassischer Industriegebiet. Industriewert, der 2 Milliarden Euro Umsatz macht im Jahr. Also den sollte man nicht mit den anderen drei Werten jetzt in einen Topf werfen. Das hat man aber auch schon am Chartbild gesehen. Die weiteren Informationen, die wir hier auf der LS Exchange auf den Kanälen streuen, finden Sie als Zuschauer bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die vielen Informationen und ich werde jetzt Windeln kaufen, nicht die Aktie. Und wünsche dir einen schönen Restwoche. Eine sonnige Frage. Dir auch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Gerne. Bis bald, auch an alle Zuschauer. Behalten Sie Ihre Gesundheit vor allem im Blick. Bis dann.